Ja, wir sind jetzt hier auf dem Expo-Gelände. Das ist eigentlich das Herzstück von jedem Mountainbike-Weltcup. Das ist hier, wo Teams ihre Zelte aufgeschlagen haben, wo sie ihre Bikes parat machen. Und wir haben jetzt abgemacht mit dem Ralf Neff, dem Teamchef vom Schweizer Thymus-Team, und wollen mal wissen, wie speziell der Weltcup für sie als Schweizer Team ist. Ja, und wie könnte es anders sein? Der Ralf am Kaffee machen, eigentlich der Lieblingsplatz, glaubst du, bei euch im Zelt, oder? Ja, ist ein stressiger Job hier im Weltcup. Jeder muss einen Kaffee verlassen, aber ich mache es mega gerne. Ja, du bist Teammanager vom Thymus-Team, Schweizer Team, Heim-Weltcup. Was bedeutet der für euch? Ja, es ist halt das wichtigste Rennen für uns von der Saison eigentlich. Normalerweise ist es die Meisterschaft. Und für uns ist eigentlich der Heim-Weltcup für unsere Sponsoren auch das wichtigste Rennen. Und für den Fahrer glaube ich auch mehr emotional, wenn er da einen Sieg ringen oder ein gutes Resultat. Das ist mega wichtig. Darum, da haben wir alles noch mal ein bisschen aufpoliert, geben noch mehr als sonst. Und ich glaube auch die Fahrer sind da bereit, noch ein bisschen mehr zu geben. Was ist eigentlich die Aufgabe von einem Teammanager an so einem Wochenende? Kaffee machen? Nein, also ich bin so ein bisschen im Hintergrund tätig. Hier die ganzen Sachen organisieren. Wir haben 14 Leute hier, die arbeiten. Social Media, Mechaniker, Physios, Köche. Wir haben am Sonntag 50 Gäste von Sponsoren und ja, da gibt es genug zu tun für mich, dass der Laden auch läuft. Und ich bin jetzt nicht irgendwie an der Startlinie, wie sonst manchmal ist mit den Fahrern. Ich tue aber auch zwischendrin, gehe ich mit ihnen auf die Strecke, mache die Sachen, also die wichtigen sportlichen Sachen, bin ich auch ja, voll dabei. Aber hier in der Lenzheide ist für mich schon das organisatorische und logistische das Wichtigste, dass alles einfach klappt. Dass jeder seinen Job machen kann, dass die Fahrer können ihre Leistungen prüfen können, dass sie eigentlich den Trubel oben nicht merken, weil abgeschirmt sind. Und wenn das alles klappt, dann habe ich meinen Job gemacht am Sonntagabend. Wenn man hier in der Lenzheide schaut, letztes Jahr an der WM, aber auch an diesem Wochenende, es hat viele Fans. Man könnte meinen, Mountainbike boomt wie blöd. Boomt Mountainbike? Ja, also ich würde schon sagen, das Mountainbike boomt ja schon lange. Jeder hat irgendein Mountainbike zu Hause, heutzutage ein E-Bike. Was aber nie stattgefunden hat, ist so ein bisschen, dass die Leute dann auch an die Rennen gekommen sind. Und durch das, dass wir die letzten Jahre die Rennen kennen in der Lenzheide, der coole Event, ist schon so, dass die Leute auch ein bisschen irgendwie einen Ort gefunden haben, wo sie hinkommen können und das sie mal selber miterleben. Und ich würde schon sagen, es boomt. Wir wachsen immer, Teams wachsen, es kommen mehr Leute drin, es ist mehr im Fernsehen. Also für mich boomt es, ja. Was heisst das für dich als Teammanager? Wie einfach ist es heute in dieser Zeit, so ein Team zu führen, so ein Team auch zu finanzieren irgendwo durch? Ja, zu führen ist einfach. Ich habe eine mega coole Crew, mega gute Leute um mich herum, die mir da helfen. Ich habe mega coole Fahrer. Und ich meine, die Leistungen zeigen es, wir bewegen uns immer vorwärts. Und ja, die andere Sache ist halt immer das Geld. Aber ich glaube, das ist jeder Firma. Irgendwo das Härteste, um schlussendlich auch etwas verdienen mit dem, dass das Ganze auch kannst am Leben behalten. Sponsoring ist heutzutage eine schwierige Geschichte. Aber wenn man da auch immer einen Schritt vorausdenkt, ja, dann gibt es auch dort Möglichkeiten. Und, ja, wir haben ein spezielles Konzept mit nur Schweizer Fahrern, mit Schweizer Sponsoren. So ein bisschen Made in Switzerland, Swissness. Und ja, im Moment scheint es aufzugehen. Gehen wir mal ein bisschen dafür. Konkret, was heisst das? Wie viel braucht der Ralf Neff, um so eine Saison zu finanzieren? Ja, ich hätte am liebsten eine Million, oder? Dann könnte man wirklich alles auch irgendwie gesund machen und noch mehr Events, noch mehr Trainingslager. Und schlussendlich ist es bei mir oder bei uns meistens so, man macht Verträge mit den Fahrern. Und ja, nachher haben wir irgendwie schlussendlich ein Jahresbudget, wo wir dann halt irgendwie alles mit durchbringen und rein Hut bringen. Und das Ziel wäre, mal eine Million zu haben, um auch den Fahrern gerechte Löhne zu zahlen, den Betreuer. Das, was sie eigentlich machen und auch so ein bisschen die Infrastruktur und alles so ein bisschen aufrechtzuerhalten, dass es auch eine gesunde Struktur ist über mehrere Jahre. Eben, die Existenz war, glaube ich, einmal bei euch gefährdet, wo ihr da euren früheren Velosponsor verloren habt. Die einen Fahrer sind, glaube ich, sogar gratis gefahren in dieser Zeit. Wie war das für dich als Teammanager? Ja, es war halt ein riesiges Commitment von den Fahrern eigentlich auch, dass sie an unsere Struktur geglaubt haben und an unser Team. Und ja, wir haben das ist so gewesen letztes Jahr, sind eigentlich alle Fahrer ohne Lohn gefahren, inklusive mir. Also ich musste auch alles müssen finanzieren und zahlen. Also dort ist schon sonst noch etwas hängen geblieben, wo ich dann selber zahlen musste. Aber ich glaube, so wie wir jetzt dieses Jahr haben können starten, hat sich die Investition für alle gelohnt, auch für die Fahrer. Sie sind noch in der Struktur, wo sie sich wohlfühlen. Und,
es ist ein riesiges Commitment von ihrer Seite gewesen. Und halt auch, ich würde auch selbst schon sagen von meiner Seite, dass ich das Risiko nicht gegangen bin. Und es ist einfach halt die Liebe zum Sport. Da halt, ja, das ist Passion, die da dahinter ist. Und, du könntest dir gar nicht anders vorstellen wahrscheinlich. Ich kann mir schon anders vorstellen, aber erstens liebe ich das, was ich mache, und zweitens gebe ich einfach nicht gerne auf. Und das wäre wie aufgegeben. Das ist immer noch der frühere Athlet in dir drin, oder? Ja, dort habe ich etwa die mal aufgegeben. Aber so während anderthalb Stunden ist nur einfach mal schnell einen Entscheid zu treffen, in einer Sekunde, ich gehe jetzt raus. Aber so in dem Ganzen rein, ja, das ist einfach alles viel zu gut gewesen. Und gerade so mit Tokio im Hinterkopf und alles, ist keine Option gewesen. Jetzt haben wir mit dem Matthias Flückiger bei den Männern auch einen Top-Fahrer, auch bei den Frauen sind wir gut aufgestellt, aber mit dem Matthias einer, der um Sieg mitgefahren hat dieses Jahr. Hilft das euch als Team? Ja, es hilft uns sicher. Also es ist nicht irgendwie so, dass wir jetzt wegen dem Geldträger haben im Team. Unsere Verträge die laufen und wir suchen noch eine weitere Stütze so im Team, einen weiteren Sponsor, und das hilft sicher. Ich meine, es ist sicher besser, wenn wir Resultate haben, als wenn wir keine hätten und irgendwie uns müssen verkaufen für nächstes Jahr. Aber ja, es ist schwierig, zu sagen, es kommt keiner und wirft uns jetzt mal Geld da ins Teamzelt rein, oder? Aber es wären viele Teams vor. Sie hätten die Erfahrung, die ich habe im Team, und wären zu weit vorne mit dabei am Weltcup. Sportlich an diesem Wochenende, was erwartest du von deinen Fahrern? Ja, ich hoffe, dass wir wieder um den Sieg mitkämpfen können. Oh, das wäre mega cool. Letzte Woche war eine riesige Show in Val d'Isola. Der Matthias hat einen richtig Druck gemacht auf alle da vorne. Und es wäre mega cool, wenn es wieder so wäre. Und ja, wenn die Frauen noch einen kleinen Schritt führen könnten machen. Es geht Richtung WM, die Form wird immer besser. Und ja, schön wäre zwei Fahrer auf dem Podium. Auch von 23 sind wir eigentlich ready. Einen Schritt für sich gegangen. Und schlussendlich ist für mich ein gelungenes Wochenende, wenn alle irgendwie zufrieden heimgehen. Jeder hat können seine Leistung einigermaßen abrufen. Und ja, die konzentrieren wir uns dann leider gleich schon wieder auf die WM. Gut, dann wünschen wir euch alles Gute und euch wünschen wir viel Spass beim Rennen mit eurem Kommentator, Christian Roscher.